Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir haben schon gestern länger über die Energiewende, über den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Auswirkungen des Erneuerbaren Energiengesetzes gesprochen. Und heute befassen wir uns dann nochmal mit dem Spezialthema Biomasse. Ich finde wichtig, das möchte ich hier nochmal festhalten, dass wir die erneuerbaren Energien nicht gegeneinander ausspielen. Alle haben sie bestimmte Vor- und bestimmte Nachteile. Und da muss ich schon den ersten Punkt an die CDU richten. Für mich ist Ihr Antrag, stellt viele positive Aspekte heraus. Sie haben das auch in Ihrer Rede hier gemacht. Aber es gibt eben auch Punkte, über die wir auch reden müssen. Und über die werde ich gleich noch mal näher sprechen. Alles haben aber die erneuerbaren Energien eben gemeinsam. Sie sind besser, sie sind mit weniger Einfluss auf die Natur, auf uns Menschen, als eben fossile und nukleare Energieträger. Und da ist ganz klar, das größte Potenzial haben Wind und Sonne, auch in Nordrhein-Westfalen. Und die Biomasse hat unterschiedliche Möglichkeiten. Die Verwertung von Abfällen, Kompost, Grünschnitt und so weiter hat hier bisher noch gar keine Rolle gespielt. Ich glaube, die ist hier auch strittig. Aber hier ist noch einiges zu tun. Und ansonsten, was eben den Bereich der Landwirtschaft betrifft, da ist das Potenzial deutlich begrenzter als bei Sonne und Wind. Liebe CDU, Sie haben ja ganz richtige Aspekte angesprochen. Es geht natürlich darum, eine Anschlussfinanzierung für die Biomasseanlagen zu finden, die im Jahr 2020 dann aus der Unterstützung rauslaufen. Und da kommen wir aber an dem Punkt, da möchte ich meinem Vorredner Herrn Meesters unterstützen, die Kritik an der Ausschreibung und wie entsprechend damit umgegangen wird, dass nämlich die entsprechenden Ausbauzahlen deutlich reduziert werden, hier auch viel zu kurz. Für uns geht es bei der Anschlussfinanzierung und generell bei der Biomasse darum, dass unterschiedliche Kriterien erfüllt werden müssen. Das erste Kriterium ist, dass die aktuelle Strommenge, die jetzt schon durch Biomasse erzeugt wird, auch erhalten bleiben muss. Das heißt, das, was passiert ist, dass eine Branche massiv unterstützt wurde einige Jahre und dann fallen gelassen wurde von der Bundesregierung, ist wirklich fatal. Das haben wir an unterschiedlichen Stellen auch in der Photovoltaik beispielsweise beobachten können. Das droht auch gerade in der Windindustrie. Und das kritisieren wir absolut. Man muss hier eine Kontinuität haben, und die sehen wir hier nicht. Ein zweites Kriterium für uns bei der Finanzierung für Biomasseanlagen ist das Thema Flexibilität. Da haben wir schon viel eben gehört. Da stimme ich Ihnen von der CDU absolut zu. Da haben Sie richtige Punkte angesprochen. Die Biomasse hat an der Stelle enorme Vorteile. Sie kann die anderen erneuerbaren Energieträger gut ergänzen. Und genau deshalb sollte auch das in zukünftigen Voraussetzungen durch das EEG massiv unterstützt werden. Das ist in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Ein weiterer Punkt: eine echte Wärmekopplung. Was wir an unterschiedlichen Stellen leider beobachten, ist, dass zwar irgendwie die Wärme genutzt wird, aber eigentlich das nur zum Schein ist. Und dabei haben gerade diese Biogasanlagen diesen erheblichen Vorteil, dass sie eben nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Wärme. Und dann komme ich zu unserem vierten Kriterium für die entsprechende Anschlussfinanzierung für Biomasse. Und die hören wir hier leider überhaupt nicht. Und da geht es darum, dass wir die Biomasse an ökologischen Kriterien ausrichten wollen. Denn neben der Ausweitung der Massentierhaltung hat eben auch der Biogasboom zwischen 2009 und 2011 dazu geführt, dass eben es zu einem übermäßigen Maisanbau gekommen ist. Wir müssen an der Stelle wegkommen vom Mais. Wir brauchen eine Vielfalt auf den Äckern. Und genau diesen Punkt fehlt uns in Ihrem Antrag. Die entsprechenden Entwicklungen sind in den letzten Jahren dazu gekommen, dass es eben zu regionalen Überlastungen gekommen sind, vor allen Dingen im nördlichen Nordrhein-Westfalen, im Münsterland. Dort, wo sowieso schon viel Massentierhaltung stattgefunden hat, kam die Biomasse noch obendrauf, und das hat die Probleme verstärkt. Und ein weiterer Aspekt, der uns dabei noch wichtig ist, immer wieder in Diskussionen kommt dann auf die Frage, ja, woher kommt denn das, was in die Biomasse gefüttert wird? Dann sagen die entsprechenden Landwirte, das kommt aus der Region, das baue ich selber an. Und wenn man dann aber die Nachfrage macht, naja, und woher kommt denn das, was dann an Futter beispielsweise für die Schweine vorher aus der Region kam, dann kommt die Antwort, naja, das müssen wir dann importieren, ist beispielsweise Soja aus anderen Ländern oder Kontinenten. Und das ist etwas, was so nicht geht, was so miteinander gedacht werden muss. Und deswegen sind diese ökologischen Kriterien für uns absolut wichtig.
Ja, und zu guter Letzt, liebe CDU, wenn ich mir das so angucke, diesen Antrag, ich kann ja verstehen, dass Piraten und FDP Anträge machen, die in Richtung Bundesregierung gehen, aber Sie selber sitzen mit in der Bundesregierung. Und da frage ich mich dann einfach, Sie könnten dann einfach auch mal machen und nicht nur hier fordern. Und zu guter Letzt, in einer ausführlichen Beratung im Ausschuss hätten wir vielleicht an den vielen Punkten zueinander gefunden. Und da Sie das aber eben hier und heute abstimmen wollen und uns einige Aspekte fehlen, können wir nur ablehnen. Herzlichen Dank.